Un momento. Viele von euch fragen mich immer, was denn mit so einem sogenannten Kurzhubgasgriff auf sich hat und ob man denn sowas braucht. Das ist hier ein Kurzhubgasgriff von Akusato. Gibt es bei Renngrip zu kaufen. Wir haben ein Produktvideo für Renngrip drüber gemacht. Und ich möchte mal so ein bisschen über das Thema Kurzhubgasgriff schwätzen mit euch. Schwätzen, seit wann sage ich schwätzen? Und ob denn das überhaupt notwendig ist. Und ob ich Kurzhubgasgriffe nutze und ob ich sie empfehle und was die Vorteile und was die Nachteile sind. Bis gleich. Kurzhubgasgriffe werden natürlich gern benutzt, um den Weg einfach geringer zu machen, damit man die Handgelenke nicht überdrehen muss. Das ist so der Klassiker, warum das die Dinger benutzt werden. Vor allem, wenn bei den älteren Bikes die Wege dementsprechend lang sind. Wir haben jetzt hier ein älteres Bike. Ja, wir haben ein älteres Bike. Wir haben ein älteres Bike hier. Und zwar haben wir hier eine Yamaha R6 Baujahr 2005 RJ09. Also das schöne Teil hier und das hat vermutlich keinen Kurzhubgasgriff. Neuere Bikes, wie zum Beispiel diese RM65 hier, hat natürlich einen, ja nicht Kurzhub, aber der Weg ist kürzer. So richtig Kurzhub würde ich das jetzt nicht nennen, aber der Weg ist kürzer. Diese Cover hingegen hier fühlt sich relativ kurz an vom Weg. Ich denke, das ist Kurzhub. Oh ja. Relativ gut. Aber zurück zu dieser wunderschönen, sehr gepflegten, übrigens sehr gut in Schuss gehaltenen RJ09 vom lieben Marcel. Marcel gibt einen Fahrwerkservice. Aber wir reden mal nicht über den Fahrwerkservice, sondern über Kurzhub. Und ja, der Weg im Gegensatz zu der Cover oder zu der RM65, der ist schon länger. Und logischerweise, wenn man jetzt hier die Hand so drauf hat und dementsprechend Gas gibt, dann braucht man schon fast den ganzen Unterarm und die ganze Schulter, damit man überhaupt das Gas ganz öffnen kann. Und dann kommen diese typischen, ach, ich habe das Gas nur 80% offen. Wer sich jetzt keinen Kurzhubgasgriff leisten kann oder leisten will, weil er sagt, ach, das muss doch nicht sein, für den habe ich Abhilfe. Bevor wir darauf eingehen, was der Kurzhubgasgriff für Nachteile hat. Damit mir der Weg meines Handgelenkes nicht ausgeht, würde jetzt der ein oder andere sagen, naja, dann greife ich halt einfach über und fange schon so zum Gas geben an, dann habe ich hier viel genug Platz. Das ist eine Möglichkeit. Das Problem allerdings ist, wenn du in maximal Schräglage dir irgendwo den perfekten Griff am Gashahn suchst, dann ist es schwierig, in der Linksschräglage die Hand so hoch zu heben, weil da hast du mal überhaupt kein Gefühl mehr für die Schräglage. Du verkrampfst dich womöglich in den anderen Arm und so weiter. Deswegen nicht so gut die Theorie. Eine andere Theorie, eine viel bessere Theorie wäre, das Gas zu rollen mit den Fingern. Die Finger sind relativ flexibel und auch so ein alter Gasgriff, der zwar sehr viel Widerstand hat gegenüber dem E-Gas, kann ich eigentlich mit drei Fingern rollen. Und in dem Moment, wo ich den Gasgriff rolle, kann ich quasi das Gas öffnen, ohne das Handgelenk dabei wirklich stark zu bewegen. Und das ist auch das, was ich empfehlen würde, weil wenn ich jetzt beim Vollgas die Hand hier unten hätte und dann bremsen müsste, also sprich am Ende der Geraden irgendwo, dann brauche ich ja ewig lang, bis die Hand davor kommt. Da hast du eigentlich überhaupt kein Gefühl in der Hand. Deswegen würde ich die Hand immer, also die Finger über das Gas rollen, zack. Und so das Gas öffnen, teilweise halte ich es dann einfach mit dem kleinen Finger und mit dem Daumen und habe die anderen Finger eigentlich total entlastet und bin dann eigentlich schon aufs Bremsen bereit. Ich habe jetzt noch Vollgas, weil ich brauche dann, wenn ich bremse, lediglich mehr das Gas auslassen und nach vorne. Das heißt, ich kann innerhalb kürzester Zeit bremsen und brauche nicht lang von da unten irgendwo wieder hoch zu gehen, das Gas zurückdrehen. Zurückdrehen ist sowieso Blödsinn, weil du brauchst einfach nur auslassen. Außer beim Bauanzug, falls du noch einen hast, der geht so streng und das Gas geht nicht zurück, dann würde ich aber eher technischer Sicht mal nachschauen, wo da der Wurm begraben ist. Ansonsten würde ich es auf jeden Fall versuchen, mit den Fingern zu rollen. Probiert es mal gerne im trockenen Zustand. Im trockenen Zustand hast du dann mehr Zeit.
Theoretisch könnte auch der Gasweg noch länger sein, es würde mir eigentlich nicht viel ausmachen. Also von dem her stört es mich persönlich nicht, wenn ich keinen Kurzhubgasgriff habe, denn der Kurzhubgasgriff hat nämlich auch noch einen Nachteil. So, alla Rossi. Ich meine, das Coole ist, dass zum Beispiel dieser Hersteller zumindest verschiedene Übersetzungen bringt. Sprich, du musst das ja nicht extrem kurz machen, wenn du dir sowas schon einbildest. Weil das Problem ist, wenn das zu kurz ist, dann schwindet ja auch irgendwo das Gefühl am Gas. Und ich will ja nicht bei einer Bewegung von 10% 30% erzeugen. Da hinten. Nicht unbedingt. Außer ich bin jemand, der immer zu spät am Gas ist und immer zu wenig am Gas ist, dann kann ich dadurch natürlich einen Vorteil generieren. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht irgendwann wieder mal früher am Gas bin und dann das Hinterrad sagt, ciao Kollege, das war zu früh. Von dem her bin ich der Fan davon, dass das Gas eher smooth anliegt und ich lieber ein bisschen mehr drehe, bis was passiert, weil lieber drehe ich auch mal drüber. So ist auch bei der elektronischen Gasannahme bei mir der Vorzug, dass ich eher die Kurve etwas softer wähle und gerne mal mehr drehen muss als das, was hinten ankommt, um so mich daran, ich möchte sagen, so ein Gefühl zu kriegen und mich daran anzulehnen. Deswegen lehne ich mich auch an die Traktionskontrolle an. Ich habe es gelernt, darüber zu drehen, auch wenn die Traktionskontrolle sagt, nee, ich lasse dich jetzt noch nicht los, ich gebe dir die Power jetzt noch nicht. Und ich sage, aber ich will aber, ich will aber. Und die Traktionskontrolle sagt, nee, ist noch nicht und jetzt erst. Und deswegen will ich keinen so aggressiven Gas haben, weil in dem Moment, wo das sehr aggressiv ist, ist auch der Moment vom Bremse loslassen zum Stützgas anlegen. Und ich glaube, jeder von den alten Bikes kennt das Phänomen, wenn das Motorrad dann einmal kurz nach oben geht mit der Gabel und den Vorderradprescher komplett außer Acht lässt und du dann erschrickst und sagst, wow, was war denn das? Und dann machst du dazu und dann taucht das Motorrad vorne wieder ein und dann, ja, es muss wieder Gas geben, machst wieder dumm und dann geht's wieder hoch. Somit hast du halt einen permanenten Pitch drin, das ist halt eher schlecht. Von dem her, ja, wenn schon kurz auf Gasgriff, dann mit der Übersetzung so aufpassen, dass es nicht zu aggressiv ist. Und wenn es irgendwie möglich ist, versucht das Gas zu rollen über die Fingern. Ihr könnt ja theoretisch hier ganz viele Umdrehungen machen, ohne das Handgelenk dabei zu bewegen. Probiert es mal. Man kann diese Muskulatur in den Fingern trainieren. Bei sämtlichen Aktivitäten, die man so im Alter machen kann, ohne dass es Geld kostet und man damit auf die Rennstrecke fahren muss. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich, so als Quick-Tipp quasi. Schaut euch gerne meine Onboard-Videos an, da seht ihr es immer wieder, dass ich ganz viel über die Finger rolle und dabei wenig mein Handgelenk von oben nach unten bewege. Gebt euch einen Daumen hoch für das Video, abonniert euch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao. So. Ciao.